Conspiracy ist eine Mission-CD-Karte, die uns als Römer gegen drei Wikinger und einen Maya antreten lässt. Offiziell sollen wir alle vier Spieler besiegen, theoretisch reichen aber der blaue und der lilane Spieler. Grün und gelb besiegt man aber in der Praxis dann doch auf dem Weg. Der blaue Spieler befindet sich nordöstlich unserer Startposition und bildet eine Wand zwischen uns und dem Rest der Karte. Grün kontrolliert das Gebiet nördlich dieses Streifens, während Gelb das Gebiet östlich von Blau kontrolliert und eine Pufferzone zu Lila bildet. Grün und Gelb produzieren meiner Erfahrung nach ziemlich wenig zur Peacetime, können aber im Zusammenspiel mit den anderen KIs eine Gefahr darstellen. Lila dominiert den nordöstlichen Teil der Karte und startet mit sehr vielen Priestern, passt also auf eure Bogenschützen auf. Er neigt dazu, spät und dafür umso zahlreicher anzugreifen. Es gibt viele kleine und große Bergfelder auf der Karte, wichtig sind aber vor allem drei davon. Das östliche bietet genug Rohstoffe für zwei gut laufende Kohleminen und eine Eisenmine, während der nördliche Berg 2 bis 3 weitere Eisenminen sowie 4 bis 6 Kohleminen Platz bietet. Zusätzlich findet ihr hier auch Stein. Auf der südlichen Halbinsel findet ihr auch einen Berg mit Kohle und Gold. Die Karte hat auch einige schöne Hänge für eine Mana-Produktion, ich rate euch aber zunächst davon ab. Da wir so wenige Eisenminen haben werden, lohnt sich auch keine volle Nahrungsproduktion. Zwei Getreidefarmen genügen völlig für 2 Bäckereien, den Rest könnt ihr mit Fisch regeln. Wichtig ist vor allem, dass ihr den Bergring nördlich des Goldbergs sichert, da die KI hier versuchen kann zu expandieren. Diese Karte schien, als ich sie im Stream gespielt habe, auf normal nicht wirklich machbar, ohne auf Savescumming zurückzugreifen. Es ist auch ziemlich zufällig, wann ihr angegriffen werdet, wer euch angreift und wie viele Soldaten pro Angriff kommen. Wenn sich 2 KIs gleichzeitig zum Angriff entscheiden, wird es auch sehr eng. Deshalb bin ich ursprünglich auf den leichten Modus ausgewichen, der aber viel zu leicht ist, weil die KI dort in meinem Fall völlig passiv war. Aber ich glaube inzwischen, dass die Karte auch auf normal gewonnen werden kann, solange man sich keine groben Fehler erlaubt. Es ist aber einiges an Micromanagement erforderlich und es könnte auch helfen, mit Prio zu spielen. Das Wichtigste ist aber, Pioniere zu nutzen, um den Goldberg direkt nach dem ersten Berg erreichen zu können. Diese Möglichkeit war mir während des Streams leider nicht bewusst, sodass diese Karte zunächst so aussah, als wäre es gewollt, dass man auf maximale Blechproduktion geht. Das ist aber noch viel siedlerintensiver und es ist auf dieser Karte ohnehin recht leicht, in einen Siedlermangel zu kommen. Dennoch finde ich, dass dieser Karte noch etwas Feinschliff bei den Angriffstimings der 4 KIs gefehlt hat, denn zumindest die ersten Angriffe sollten relativ vorhersehbar sein und die eingetragenen PTs stimmen vorne und hinten nicht.